Hahn oder Henne? Welches dieser kleinen Küken wird später einmal ein stattlicher Hahn und welches eine Henne? Und woran kann man das am Küken schon erkennen? Die Geschlechtserkennung beim Küken ist nicht einfach. Es gibt aber drei Merkmale, die diese Frage abklären. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy hätte jetzt ewig weitermachen können mit dieser herrlichen Abendstimmung im Garten. Im Sommer sind die Stimmungen am Abend überall so herrlich, ob draußen in der Natur oder im Garten. Aber dann würde das Video am Thema vorbeigehen, denn diesmal geht es darum, wie und wann kann man beim Küken erkennen, welches ein Hahn und welches eine Henne ist. Zum Thema habe ich dies hier im Internet gefunden. Im Kükenalter das Geschlecht erkennen können nur wenige Spezialisten. In den Hühnerfabriken machen sie das am Fließband. Im jüngsten ARD-Bericht konnte man das gut sehen. Küken nehmen, umdrehen, 2 Sekunden anschauen, hepp, 120.000 Mal am Tag. Und selbst die haben maximal 90% Trefferquote. Es gibt aber zum Glück 2 Punkte, an denen wir feststellen können, schon im Kükenalter, ob Hahn oder Henne, und dazu braucht man kein Experte zu sein. Wobei der erste Punkt auch noch komplett unabhängig ist von der Hühnerrasse, um die es sich handelt. Und worum es geht, sieht man auch hier schon ganz gut. Im Video. Schaut euch an, wie groß der Kammansatz von dem kleinen Hahn Calimero ist, wie groß und wie rot auch schon. Selbst die Kehllappen sind schon ausgebildet und sein Kamm ist jetzt schon so groß wie bei seiner Mutter. Oder sagen wir fast so groß. Und dabei ist er erst einen Tag älter als seine Schwester. Und hier kann man das sehr gut erkennen. Bei seiner kleinen Schwester Fanny ist allgemein sehr viel weniger rot zu sehen. Der Kamm ist sehr viel schwächer ausgebildet, hat kaum eine Farbe und auch die Kehllappen sind noch überhaupt nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ist es bei allen Hühnerrassen so? Jedenfalls bei meinem kleinen Hahn, dem Calimero, ist es so, dass er nicht nur für 2 frisst. Deswegen wächst er ja auch so irrsinnig schnell und ist mehr als doppelt so groß wie seine kleine Schwester. Er hat einen ausgeprägten Appetit und wächst dadurch natürlich in noch rasanterer Geschwindigkeit. Ist euch das schon mal aufgefallen? In der Dämmerung, kurz vor der Dunkelheit, beginnen die Farben draußen in der Natur zu leuchten. Und Astra muss immer gleich nachgucken, was ich mache und wo ich bin. Und ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Zum zweiten Punkt, wenn man den Punkt vom schnellen Wachstum und besonders großen Appetit weglässt. Dieser Hinweis klappt aber nur, wenn sich irgendwann einmal sperrbar in der Hühnerrasse befunden haben, denn, so hat man mir gesagt, die Kennsperrbigkeit vererbt sich und so lässt sich ganz gut an Flecken auf dem Kopf und Streifen auf dem Rücken erkennen, welches Küken männlich oder weiblich ist. Hier
Hier sind die Küken schon einen Monat alt und etwas älter und da hat sich ihr Gefieder bereits verändert. Aber als sie geschlüpft sind, haben sie Fleck auf dem Kopf und Streifen auf dem Rücken getragen. Und wenn man solche Küken hat, ist die Regel zur Geschlechtererkennung ganz einfach. Weist das Küken tendenziell eine helle Grundfarbe und einen dunklen Fleck und dunkle Streifen auf, dann ist es eine Henne. Hat es dagegen eine dunkle Grundfarbe und einen hellen Fleck und helle Streifen, dann ist es ein Hahn. Wenn ein Küken hell ist und man keine oder kaum Streifen und einen Fleck sieht, dann ist es auch ein Hahn. Puschel, was machst du hier? Weil dann die Streifen und der Fleck hell sind. Es ist also ganz leicht zu merken und sehr gut zu erkennen. Und das war's schon wieder zu diesem Thema. Passt gut auf eure kleinen Wuselküken auf, denn mir wäre die kleine Fanny gestern außerhalb der Voliere komplett und für immer beinahe entwischt. Ich hab's nicht gefilmt, denn es war wichtiger, die kleine Fanny so schnell wie möglich wieder einzufangen. Warum und wie es dazu kam, zeige ich euch vielleicht in einem nachgestellten Video. Bis dahin sage ich Ciao, Servus, Pfiati, Tschüss, bis zum nächsten Mal.